Hier sind wir wieder bei der Minecraft-Tagesschau. Fangen wir direkt an mit dem ersten Thema. Die 1.9 sollte eigentlich gestern, wenn ihr das seht, released werden. Wurde bisher, also am Mittwoch, wir nehmen das gerade Mittwoch auf, wurde noch nicht released. Wir warten darauf, um dann halt sofort einen Server zu machen. Und ja, das wird halt dann PvP zerstören. Wir haben auch eine Szene vorbereitet, wie wir erklären, wie so ein 1.9-Kampf aussehen wird. Und ja, die blenden wir mal kurz hier ein. Hier sind wir jetzt live auf dem Molia. Wir werden nun testen, wie es so ungefähr sein wird, in der 1.9 zu kämpfen. Hier ist Spocky. Und ich bin Honaka, ja. So, und wir werden jetzt demonstrieren, wie ein Kampf so ungefähr aussehen wird in der 1.9. Gehen wir dazu am besten hier runter, hier ist freie Fläche. Okay, dann fangen wir mal an. Also es scheint sehr viel Spaß zu machen. Das wird ein tolles Erlebnis. Danke, Mojang. Nie wieder Kombos. Traurig. Nun ja, das war ein kleiner Einblick in die 1.9. Wir gehen jetzt zurück ins Studio und ja, wir sehen uns dann später. Ja, wie man sieht, hatten wir wirklich sehr viel Spaß und ja, das wird auf jeden Fall toll. Als nächstes haben wir eine Beschwerde. Und zwar wurde uns vorgeworfen, wir haben das hier Tagesschau genannt, obwohl es nur einmal in der Woche kommt. Aber hey, scheiß drauf, wir werden das weiter nur einmal in der Woche machen. Als nächstes haben wir eine sehr traurige Nachricht. Herr Knusperkeks ist von uns gegangen. Wir haben seinen Tod aufgenommen. Wir werden ihn nun zeigen. Wir sind jetzt hier live oben. Unten meine ich, vor dem Baum. Dort oben steht, Herr Knusperkeks Suizid gefährdet. Wir sind umgeben von einer Menschenmasse. Aber Gott sei Dank ist hier der Sturmtrupp der Hausherr und wird versuchen, nun ihn zu retten. Nun denn, wir gehen nun in den Baum rein. Folgen Sie mir, Kameramann. Beeilen Sie sich. Beeilen Sie sich. Komm, komm, komm. Wird es ihm gelingen, ihn zu retten, oder wird der Qualvoll sterben? Okay, wir werden nun versuchen, ihn zu retten. Spring nicht! Ich bin gerade noch weg. Tschüss. Oh, wir haben ihn Gott sei Dank gesichert. Dann ist ja nochmal alles gut gegangen. Und. Oh nein! Oh nein, der Rettungszug hat es überlebt und machen. Easy MLG. Schade. Wir bedauern diesen Tod. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei How to Save a Life. Und wieder zurück ins Studio. Ebenfalls eine sehr positive Nachricht ist, wir bekommen ein neues Studio. Nächste Woche wahrscheinlich oder übernächste, aber sehr wahrscheinlich nächste Woche schon, werden wir hier ein neues Studio haben. Komplett neu und Horst wird sein eigenes Zimmer bekommen. Des Weiteren die tägliche Hausbesichtigung. Diesmal Spockys Haus. Wir schauen uns es nun an. Hier sind wir jetzt live in dem Haus von Spunulki. Spunulki ist leider nicht anwesend, weil er die Kamera halten muss. Nun ja, wir gucken uns direkt um. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir auf jeden Fall ein wunderschönes Badezimmer. So wunderschön. Hier kann man duschen und Hände waschen oder einpacken, keine Ahnung. Und ja, das sieht schön aus. Ja, kommen Sie. Ja, das ist ein wunderschönes Zimmer. Dann gucken wir direkt hier weiter. Hier ist ein Brauzimmer mit Wasserflaschen. Ja, ist immer einer. Schmeckt lecker. Naja, wie auch immer. Hier sehen wir einen Zombie, also ein Honakai. Außer sich von ihm wahrscheinlich. Ja, er hat sich anscheinend in diesem Haus verirrt. Er macht einfach Spocky. Naja, hier haben wir Christus, das ist toll. Kameramann. Naja, wie Sie hier sehen, ist hier ein kleiner sozusagen Wasseraufzug nach unten. Den müssen wir jetzt nicht verwenden. Naja, wie Sie sehen, ist hier noch ein anderes Krai. Wie geht es Ihnen? Anscheinend sehr gut. Naja, hier ist ein kleines. Hier ist ein kleines Goldschwert. Sieht auch ganz schön aus. Da ist eine Uhr, Gemälde. Und hier schläft der liebe Spunulki. Naja. Ach Mann, so liebenswert diese Kreis heutzutage. So süß. hier ist ein kleiner Balkon mit wunderschöner Aussicht auf einen Kürbis und einen seltsamen Teil, wo ein etwas drin ist, was nicht mehr nach Hause kann. Nun denn. So, wir werden jetzt live hochgehen zum Dach von Spunulki. Hier warten schon zwei Kreis. Wunderschön. Nun ja, dann lass uns mal gucken, was da so oben so ist. Oh. Hier ist anscheinend gerade der Hausmeister am Werk. Es zerstört das Haus von Spocky. Das ist nicht tolerant. Gucken Sie ihn euch an. Ja, wunderschön. Kawaii.
Ja, wir sollten jetzt schon nicht wieder weg, bevor wir ertrinken, wie Horst in der letzten Folge. Stimmt's, Kai? Stimmt's? Ja. Ja, das sind so süß. Nun ja, das war's eigentlich schon mit der Haustür. Obwohl halt, nein, noch gar nicht. Es gibt doch noch einen Keller, soweit ich weiß. Genau, das ist der Keller. Wunderschön, oder? Nun ja, zurück ins Studio. Und nun wieder die Sondermeldung des Tages. Dazu, wie immer, näher kommen, Kameramann, bitte. Ja. Mr. Cool 8123 hat sich umbenannt in XX Mr. Cool PvP MLG XX. Jesus Christ. Niveaulos. Eine brandneue Studie wurde herausgefunden. Wissenschaftler haben getestet, dass, wenn man sneakt, ein paar Pixel von dem Bauch verschwinden. Herr Knusperkeks, kommen Sie bitte mal kurz her und zeigen Sie das. Geh weg. Ja, gehen Sie wieder weg, Herr Knusperkeks. Das war natürlich nicht Herr Knusperkeks, das war nur ein anderer Angestellter, der ähnlich hieß. Dann zeige ich es eben halt. Hier. Das, ich hoffe, man kann erkennt den Unterschied. Da ist mein Reißverschluss bis zum Ende. Warum guckst du jetzt zur Tür? Ach so, F5. Ja, genau. Ja, wie Sie sehen, eventuell verschwindet ein wenig vom Bauch. Sehr verstörend. Diese Info wurde herausgefunden von der Künstlerkrieg. Das war seine letzte Studie, bevor er starb. Ja. Ja, das war's auch wieder mit mir. Jetzt kommen wir noch kurz zum Wetter und ich sag schon mal bis zum nächsten Mal. Hier ist wieder Horst mit dem Wetter. Dieses Mal wird es sehr stark hageln und wir hoffen, dass... Ach man, brutaler Tod. Aber nicht so brutal wie der letzte. Bis zum nächsten Mal. Das nehmen wir übrigens gleich auf, Leon. Okay. Ach, kurz den Jute dafür. Nun ja. Das war's mit der Nachricht. das starke Hagelkörner regnen. Wir hoffen. Der lebt noch. Warum lebt der noch? Also, ich kann keine mehr platzieren, ist voll. Warum lebt der noch? Idee, ich habe eine Idee. Okay, nee. Okay, dann machen wir das so. Er kommt wieder hoch. Julian. Sorry. Was ist böse? Böses. So. Drei. So, okay, bereit? Bleib in der Rüstung. Und go. Warte, Leon ist doch noch gar nicht da oben. Okay, go. Los. Zugriff. Er darf nicht sterben. So, nein, wir müssen retten. Nein, ich will nicht was zu sagen. Ach, Mann. Nein, ich möchte verlieben. Oh, nein. Ich bin runtergefallen. Ich auch, und er ist einfach nicht runtergesprungen. Spocky war viel zu langsam. Mann. Ja. Ich höre das Ra von hier aus. Ra. Hallo? Hallo, bitte leise sein und dich muten, wir machen gerade Tagesschau. Nein! Nein, lass ihn in Ruhe, du bist im Game Mode, lass ihn in Ruhe.